Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dann lasse die Spiele beginnen und wir werden jetzt versuchen, hier in kurzer Zeit die Anträge vorzustellen, das Papier vorzustellen, wie wir in den Arbeitsgruppen gearbeitet haben. Mein Part ist die Daseinsvorsorge und ich möchte vorweg einmal auch mich bedanken, denn in den letzten Krisen, und es waren ja mehrere, hat die Daseinsvorsorge die Städte, die Kommunen, die Länder einfach gezeigt und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sie können, für was sie stehen, für was sie da sind, und dafür an alle ein herzliches und großes Dankeschön. Die Dekarbonisierung, die Erreichung der Klimaziele, die wir vorgenommen haben, werden sich auf die Arbeits- und Lebenswelten auswirken und werden unser Leben ändern. Und wir als Gewerkschaften, wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen hier mitbestimmen. Change by design, not by disaster. Die Daseinsvorsorge wird hier eine Schlüsselrolle einnehmen und soll eine Schlüsselrolle einnehmen. Nämlich vor allem die Daseinsvorsorge, die in der öffentlichen Hand sich befindet. Privatisierungsfantasien, so wie wir sie kennen, sind längst in der Mottenkiste zu stapeln und lehnen wir natürlich ab. Ganz im Gegenteil, wir brauchen Investitionen im Verkehr, Investitionen in die Gesundheit, Pflege, all die Punkte, die wir in diesem tollen Papier hier auch aufgelistet haben. Und wir brauchen zur Bekämpfung der Klimakrise auch langfristig strategisches Denken. Hier wird der öffentliche Eigentümer, hier wird die Daseinsvorsorge eine wesentliche Rolle spielen und ist auch Garant dafür, dass es klappen kann. Die Klimakrise und die Bewältigung der Klimakrise und die Ziele sind auch Verteilungsfragen, sind Fragen der Klasse, eine Klassenfrage, aber sie sind auch Geschlechterfragen. Denn wenn wir wissen, dass CO2 von Frauen im geringeren Ausmaß produziert wird, wird von Männern, sind aber die Frauen umgekehrt bei der Kosten und bei den Auswirkungen mehr betroffen als diejenigen, die es verursachen. Und damit brauchen wir eine soziale Dimension zur Bewältigung der Klimakrise, eine soziale Dimension, die wir schaffen müssen, um auch die Akzeptanz bei den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Pensionistinnen und Pensionisten zu schaffen. Wir brauchen aber auch beschäftigungspolitische Maßnahmen. Die sind notwendig, Betriebsvereinbarungen, die verpflichtend sein sollen und müssen. Wir brauchen aber auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die angeboten werden müssen, die aber auch bezahlt werden müssen und auch solche Weiterbildungsangebote, die den Menschen auch das Leben möglich machen. Und sonst werden wir die Ziele nicht schaffen. Nicht schaffen, bleibe hier in Wien, wir brauchen bis 2030 rund 100 Fußballfelder, Photovoltaikanlagen. Wir brauchen bis 2040 rund 64.000 thermische Sanierungen. Wir brauchen 600.000 Haushalte, die raus aus Gas müssen, die sich in 74.000 Gebäuden befinden. Und da brauchen wir die entsprechenden Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die entsprechenden Grundlagen, dass das umgesetzt werden kann. Und für einen Appell von meiner Seite hier an die Städte, Gemeinden und an die Länder. Hört auf zum Sudern, dass ihr nicht ausreichend Fachkräfte findet und nicht ausreichend Fachkräfte habt. Bildet sie euch selbst aus. Ihr habt die Kapazitäten, ihr habt die Qualität. Macht es einfach. Wir brauchen einen gerechten Übergang. Wolfgang hat schon angesprochen, Just Transition. Bleiben wir beim gerechten Übergang. Dieser gerechte Übergang wird vor allem auch die Daseinsvorsorge massiv fordern. Sie wird diesen Übergang planen. Wir brauchen hier entsprechende Strategien zur Beschäftigung und wir brauchen auch Konzepte zur Wirtschaftspolitik, Regionalpolitik und Industriepolitik. Und zum Abschluss glaube ich, dass wir diese Übergänge sozial-ökonomisch gestalten müssen. Das werden wir schaffen. Und eine Botschaft von dieser Stelle auch ausgerichtet, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Pensionistinnen und Pensionisten werden nicht die Zahler dieses Klimawandels sein. Dankeschön.